und herzlich willkommen zum Osteoporose-Kongress. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute freue ich mich auf den Heilpraktiker Uwe Karstedt. Allein der Name sagt uns schon Glycin. Erstmal, um zu sagen, was ist denn Glycin? Glycin ist eigentlich die kleinste Aminosäure, die wir haben. Die ist enorm wichtig für ganz, ganz viele Bereiche, unter anderem auch beim Knochen- und Knorpelaufbau. Ja, ganz, ganz wichtig, aber auch enorm wichtig für alle Nerven und alles, was Nerven betrifft. Ob das unsere Nerven hier sind oder unser zentrales Nervensystem, sprich Gehirn, ist Glycin beteiligt. Glycin ist eine ganz kleine Aminosäure und die ist zwar nicht, gehört nicht zu den sogenannten essentiellen Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind, die wir von außen irgendwo aufnehmen müssen, sondern wir können die selber produzieren. Aber Glycin ist, und das hat die Industrie gemacht, die hat Glycin genommen und hat ein Phosphatteilchen dran gebunden. Mhm. Und der Körper kann nicht unterscheiden und auch die Pflanze nicht, ist es Glycin oder ist es Glycinphosphat. Mhm. Glyphosphat. Mhm. Ja? Der Körper kann nicht unterscheiden und nimmt natürlich, wenn es angeboten wird, nimmt das Glyphosat anstelle von Glycin und baut es ein. Glycin ist das, was wir brauchen, mhm. und anstelle dessen kommt das Glyphosat und ersetzt das. Mhm. Das ist ein Desaster für uns. Wir kennen das schon zum Beispiel von Myosin. In Myosin ist auch eine Aminosäure. Und wenn da etwas ausgetauscht wird und es kommt ein Alanin rein, das ist ein kleiner Austausch, ja, geht 99% dieser Muskelfunktion, Myosin hat was mit Muskeln zu tun, mhm. geht verloren. Und damit sind diese Erscheinungen, dass Leute keine Muskelkraft mehr haben und der Muskel sich abbaut, das ist eine fürchterliche Erkrankung. Mhm. Und das wird damit gemacht. Und dasselbe kann man von Glycin und Glyphosat sagen. Glycin im Übrigen auch nur, um das mal klar zu sagen, auch schon, weil vielleicht gibt es einige, die sagen, oh, dann füge ich mir Glycin dazu. Mhm. Das gibt es auch, ist auch nicht verkehrt, mhm. aber es funktioniert leider nicht. Es braucht eine ganz spezielle Form und diese spezielle Form ist ein sublinguales Glycin. Das heißt, das sind kleine Tablettchen, die man unter die Zunge legt und die müssen über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Sobald man die jetzt kauen würde und schluckt, funktioniert das nicht mehr.